Eine der wichtigsten Headlines, die wir heute gelesen haben, ist die aus Amerika zu uns kommt. Die Rendite der amerikanischen Staatsanleihen klettert auf einen Wert, den wir zuletzt gesehen hatten im Jahr 2011. Wir sind bei fast 3,2%. Darüber möchte ich sprechen mit Roland Hirschmüller, dem Chefaktienhändler der Baader Bank hier in Stuttgart. 3,2%, das ist durchaus attraktiv, oder? Es ist durchaus attraktiv, vor allem wenn man in Euroraum, besonders hier nach Deutschland schaut. Und man sollte ja immer bei den Bondmärkten die Bonitäten der Schuldner vergleichen. Und hier ist ja Deutschland durchaus mit Amerika vergleichbar, zumindest von den Einstufungen der Ratingagenturen. Wenn wir sehen, dass wir bei 10-jährigen deutschen Staatsanleihen genau das Gegenteilige haben, wir sind bei unter 0,5%. Je nachdem, wann man darauf schaut, 0,55% in Amerika bekommen wir 3,2%. Da sehen wir eine Spread-Differenz, wie man so schön an der Börse sagt, von über 2,75 Punkten im Moment. Und das ist schon eine absolute Menge. Das heißt, die Richtung ist klar, zumindest auf dem Papier. Alle Welt marschiert in Richtung USA und bringt das Geld dorthin zum Anlegen. Man muss ganz klar sagen, die Bonds stehen natürlich immer irgendwo in Konkurrenz zu US-Aktien, zu Aktien weltweit natürlich. Je höher die Renditen natürlich sind, desto attraktiver wird es, in sogenannte risikolose, festverzinsliche Wertpapiere anzulegen. Die andere Seite ist natürlich, steigende Renditen an den Anleihemärkten haben auch immer zur Folge, dass die Kreditkosten für die Unternehmen ebenfalls in die Höhe gehen. Und so muss man sagen, an dieser Seite her kann natürlich ganz, ganz klar Druck auf die amerikanischen Unternehmen, auf die amerikanische Konjunktur letztendlich kommen. Und was du angesprochen hast, es ist kein Thema, wenn ich diesen Renditespread sehe, da wird der eine oder andere Portfolio-Manager schon sagen, ja, hier kann ich mir das mehr an Rendite, das ich eigentlich dringend brauche, denn tatsächlich holen. Was man natürlich nicht außer Acht lassen sollte, ist, die Inflationsraten muss man natürlich immer abziehen, letztendlich von der nominellen Zinssätzen, von der Rendite. Und da muss man natürlich ganz, ganz klar sagen, das gilt es zu beachten. Aber da ist auch die USA natürlich momentan deutlich vor Deutschland. Ja, also wenn man USA und Deutschland vergleicht, also da wird man ja quasi immer in Richtung USA dann getrieben. Der amerikanische Aktienmarkt, der hat ja den deutschen Aktienmarkt ziemlich abgehängt. Bleibt das auch so? Er hat den deutschen Aktienmarkt klar abgehängt, wobei man muss eins sagen, ich denke, es hängt auch viel an der Zusammensetzung. Im deutschen Aktienmarkt sind ja viele, vor allem Industrieunternehmen, industriegeprägte Unternehmen. Man denkt an die Autobauer, ganz, ganz klar, haben ein entsprechendes Schwergewicht. Die Commerzbank ist jetzt nicht mehr dabei, die Deutsche Bank ist noch dabei. Der DAX ist sozusagen ein Industrieindex, während wir auf der anderen Seite des Atlantiks ganz, ganz klar sehen, in Amerika haben wir viele Softwareunternehmen und insofern ist es nicht 100% vergleichbar, aber man braucht gar nicht diskutieren, die Rendite, egal ob im Dow Jones, ob im S&P oder im Nasdaq ja sowieso, sie ist in Amerika wesentlich, wesentlich besser gewesen, auch für einen Anleger aus dem Euroraum heraus, weil er natürlich letztendlich über die Währung auch an sich, hier in diesem Fall, wenn man sich den Dollar gegen den Euro momentan anschaut, keine Verluste letztendlich in Kraft nehmen musste. Und insofern war der amerikanische Aktienmarkt hier doch deutlich besser. Und das wird natürlich auch unterstützt, wenn wir das Gewinnwachstum bei amerikanischen Unternehmen sehen. Und da braucht man nicht nur ein Quartal oder zwei Quartale zurückgehen. Das Gewinnwachstum der amerikanischen Unternehmen, es war eindeutig stärker. Wie hängt das jetzt eigentlich mit dem Thema, was wir gerade zusammengesprochen haben, zusammen, dass die Banken derzeit richtige Probleme bekommen? Das Thema ist, vor allem im Euroraum spricht man davon, dass die Banken eben diese Probleme haben. Wir haben das jetzt sogar von der Bankenaufsicht am Wochenende gehört. Die Kreditvergabekriterien, sie werden weiter heruntergeschraubt. Das heißt, die Banken, sie sind auf Expansion, sie leihen momentan sehr, sehr viel Geld aus zu etwas weicheren Konditionen. Sie verlangen nicht mehr so viel Sicherheiten, heißt das. Und jeder von uns hat es mitbekommen, die Immobilienpreise, ich möchte das mal daran festmachen, sie sind enorm gestiegen. Und das bedeutet natürlich, dass letztendlich Immobilienkäufer immer mehr fremdfinanzieren. Und wenn wir hier einmal einen Knick sozusagen sehen, dass die Immobilienpreise auch wieder zurückgehen, sind die Sicherheiten der Banken natürlich längst nicht mehr so werthaltig. Und das in einem Bereich, wo man vielleicht gar nicht so viel Sicherheiten hat. Das kann natürlich auf das Kreditbuch der Banken unheimlich Druck bringen. Und gerade im Euroraum oder speziell im deutschen Bereich haben wir bei den Banken das besondere Problem. Es herrscht ein unheimlich scharfer Wettbewerb zwischen den Geschäftsbanken, den Genossenschaftsbanken, den Sparkassen. Die Zinsmarge, sie ist praktisch nicht da aufgrund der Niedrigzinspolitik der EZB. Und da schrumpfen die Kapitalpolster ziemlich schnell. In Amerika ist genau das andere Beispiel. Gerade gestern haben wir gesehen im Dow Jones und im S&P 500, die Bankaktien waren die großen Treiber dieser beiden Indizes. Hier sind aufgrund der gestiegenen Zinsen, aufgrund der steileren Zinskurve, hier sind wieder Zinsmargen zu verdienen. Hier verdient man wieder sehr, sehr gutes Geld. Und da gehen amerikanischen Banken viel, viel besser als den Banken bei uns. Aber was du jetzt beschrieben hattest, die Situation am Immobilienmarkt und die Zinssituation und die Schuldensituation, die Amerikaner hatten ja einen Namen dafür. Die nannten das damals Subprime-Krise.
Das war. Die Zeiten sind längst vorbei, wenn man sich das anschaut. Da war die amerikanische Regierung, die amerikanische Regulierung. Ob das bei uns auch passieren kann? Das kann bei uns mit Sicherheit auch passieren, wobei man ganz klar sagen muss, letztendlich sind wir, was die Höhe der Immobilienpreise angeht, obwohl wir jetzt bereits eine solche Steigerungsrate gesehen haben, wir sind lang noch nicht in dieser Phase, wie wir sie in Amerika hatten. Und es ist immer noch so, dass hier bei uns letztendlich in Deutschland wesentlich mehr mit Eigenkapital finanziert wird, als es damals in Amerika letztendlich der Fall war, obwohl es für unsere Verhältnisse momentan relativ gesehen gegenüber früheren Zeiten wenig ist. Was spielt sich da eigentlich in Italien ab? Wir verschulden uns, wir verschulden uns noch mehr. EU könnt uns jetzt mal, könnt uns gar nicht und dann jetzt doch und machen doch wieder einen Kompromiss. Was passiert da gerade? Man muss sagen, ein normaler Anleger kommt hier nicht mehr mit letztendlich. Die EU, sie hatte unheimliche Geduld mit Italien über die letzten Jahre, ich möchte fast sagen Jahrzehnte hinweg. Defizitüberschreibungen von Jahr zu Jahr. Die Schuldenquote Italiens mit 130% im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt ist mit die höchste, wenn man einmal Griechenland ausklammert. Und man muss eindeutig sagen, 10 Jahre nach der Finanzkrise ist Italien das Schlusslicht, was das Wachstum angeht, letztendlich, was den Schuldenabbau angeht. Hier hat sich schlichtweg überhaupt nichts getan, keine Reformen, gar nichts. Wir haben eine neue Regierung in Italien, eine populistische Regierung. Sie versucht natürlich einen Sündenbock zu finden. Den findet man wunderbar natürlich letztendlich in der EU. Man schiebt alles auf die EU. Defizitkriterien scheinen nicht mehr zu interessieren. Und man muss sagen, hier hat es den Anlegern einmal gereicht. Der Markt, er hat sie abgestraft, wenn man sich anschaut. Italienische 10-Jährige, sie bieten wieder einen Zins von bis in der Spitze 3,5%. Wenn man das im Verhältnis zu anderen Euro-Ländern sieht, selbst Sorgenkinder wie Portugal, die eine wesentlich niedrigere Rendite haben, oder Spanien, da muss man sagen, da hat der Markt reagiert, hat sein Urteil gesprochen und der Zins hat hier endlich auch mal wieder seine Funktion, nämlich als Zeiger des Risikos. Wie wird eigentlich die amerikanische Notenbank die Zinsen weiter bewegen? Wir hatten ja gehört, dieses Jahr gibt es noch einen Zinsschritt. Paul hat jetzt auch gesagt, ja, unter Umständen so ein bisschen über das normale Niveau hinaus. Wie unabhängig ist denn die amerikanische Notenbank? Oder anders gefragt, will sie ihre Unabhängigkeit damit vielleicht unter Beweis stellen, dass sie hier besonders forsch voranschreitet? Absolut. Formal ist die amerikanische Notenbank natürlich wirklich unabhängig und das wurde auch von jedem Präsidenten, solange wir uns erinnern können, letztendlich auch geachtet. Aber Donald Trump hat ja ganz, ganz andere Töne schon angeschlagen und hat sein Missfallen kundgetan und das vor allem bei einem Notenbankpräsidenten, den er selbst ja ins Amt gehievt hat. Und du hast es gesagt, der Notenbankpräsident in Amerika, Powell, er hat hier einen ja, relativ forschen Ton angeschlagen, aber er hat natürlich recht. Die Situation in Amerika ist natürlich, die Wirtschaft, sie brummt, die Wirtschaft, sie läuft, der Arbeitsmarkt ist quasi leer gefegt und auch die Aussichten für das Jahr 2019 sind nicht schlecht. Ja, warum sind sie letztendlich nicht schlecht? Die Steuerpolitik von Donald Trump, sie befeuert die Wirtschaft, sie befeuert die Konjunktur, sie befeuert die Unternehmensgewinne und das Ganze überträgt sich natürlich letztendlich wieder in Inflation. Die Inflation in Amerika, sie steigt über das Maß hinaus, das man sich vielleicht vorstellen kann, aber bei einem solchen Konjunkturprogramm, wie es letztendlich angekurbelt wurde von Donald Trump, ist das nicht verwunderlich und man sollte sich dann auch nicht wünschen, wenn die Notenbank ihrer Aufgabe nachkommt und versucht, die Inflation über erhöhte Zinsen in den Griff zu bekommen. Mal schauen, wie nachhaltig dieses Konjunkturprogramm dann letztendlich ist. Und was bedeutet das dann auch für die deutschen, für die europäischen Kollegen von der EZB? Momentan gehen beide in verschiedene Richtungen. Die EZB, sie hat zwar kleinste Dribbelschritte angekündigt, dass nicht mehr so viel Anleihen gekauft werden, aber da ist nichts von einer Bremse zu sehen, während die amerikanische Notenbank eindeutig auf der Bremse steht. Der Pfad zu Zinserhöhungen, Zinssteigerungen ist eingeschlagen. In Europa ist eher noch Bremsen angesagt. Wir sind hier vom Konjunkturzyklus auch in einer ganz, ganz anderen Phase. Es ist insofern auch gerechtfertigt, aber wir haben es vorhin ja bereits gesagt am Beginn dieses Interviews. Der Zinsbrett, er wird auseinandergehen, er geht auch schon auseinander und das bedeutet natürlich, dass wir durchaus auch Kapitalumschichtungen sehen können und wenn das in die Bondmärkte geht, ist das auch eher längerfristiger Natur. Also das große Rad dreht sich weiter. Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Dankeschön.